Im hohen Alter wollte er nichts mehr zu tun haben mit der Stadt, in der er 1923 als Herbert Kaiser geboren wurde, am 30. März. Seine Haltung zu Heilbronn war widersprüchlich. 1971 schrieb er von Heimatgefühlen, die ein Buchgeschenk und ein Brief des damaligen Heilbronner Bürgermeisters Erwin Fuchs bei ihm geweckt hatten. Er lebte seit 1953 und bis zu seinem Tod in München. Asmodi schrieb in einem Brief an Rainer Moritz: Hin und wieder komme ich nicht umhin, Heilbronn auf ein Papier zu schreiben. Ich zucke dann jedes Mal ein bisschen zusammen, so als signierte ich einen ungedeckten Scheck. Für Heimatgefühle bin ich denkbar schlecht ausgestattet. Ich habe diesbezüglich das Gemüt eines Metzgerhundes. Auch mit seinem Namen haderte er. Schon bei seinem literarischen Debüt 1953 verwendete er ein Pseudonym, Christian Asper. In einem Leserbrief an die Heilbronner Stimme kündigte er damals an, seine hoffentlich zahlreichen künftigen Werke unter dem Pseudonym Asmodi der Öffentlichkeit zu präsentieren. In etlichen Briefen wies er später seine Heilbronner Korrespondenzpartner darauf hin, dass sein Geburtsname Herbert Kaiser nirgendwo genannt werden dürfe. Sein Pseudonym Asmodi war dagegen voller kulturhistorischer Bezüge. Und führe her Asmodi, den Getreuen, zu rechter Zeit Unzähliges auszustreuen. Aber warum wollte Asmodi den Familiennamen Kaiser nicht mehr tragen? Es gibt in den zugänglichen Quellen keine Auskunft darüber. Geboren wurde er in diesem Haus in der Oststraße. Die Familie Kaiser lebte im ersten Stock. Der Vater Christian Ernst Kaiser arbeitete seit 1923 bei Kakko. Er war dort geschäftsführender Direktor und baute 1935 in der Bismarckstraße 36 ein eigenes Haus. Sohn Herbert war 12 Jahre alt beim Einzug. Als der Vater nur 4 Jahre später starb, war er 16 Jahre alt und ging noch zur Schule. Er war, nach eigener Einschätzung, sicher der schlechteste Schüler, den dieses ruhmreiche Institut auf den Pfad der Kenntnisse zu führen hoffte. Seine Schullaufbahn ist im Einzelnen etwas unklar. 1942 legte er schließlich in Stuttgart das Notabitur ab und wurde zur Wehrmacht eingezogen. Dabei fällt auf, dass Asmodi den Krieg und das Kriegserlebnis im Gegensatz zu vielen Altersgenossen in seinem Werk kaum thematisierte. Nur selten blitzen in Texten von Asmodi Kriegsassoziationen auf. Schwer, einer jungen Freundin klarzumachen, was in einem los war. In Knobelbechern und verlausten Klamotten durch Europa zu marschieren, gleichzeitig Schütze, Arsch und Herrenrasse, nicht zu wissen, ob man den nächsten Tag erleben würde, bei Hindenburg-Lichtern Gedichte zu lesen, seine besten Kameraden zu begraben, am heiligen Abend zu erfahren, dass die Heimatstadt ausradiert sei. Nach Kriegseinsatz und Gefangenschaft kehrte Asmodi 1946 nach Heilbronn zurück. Die US-Militärregierung hatte das Elternhaus requiriert. Er schrieb sich im Oktober 1946 in Heidelberg für Germanistik, Kunstgeschichte und Philosophie ein. 1948 lernte er seine spätere Frau Helga kennen. Sie heirateten 1956. Asmodi begann als Bühnenautor. Der Höhepunkt dieser Periode lag gleich zu Beginn, als ihm für sein Stück Jenseits vom Paradies der Gerhart-Hauptmann-Preis der Freien Volksbühne Berlin verliehen wurde. Das war 1954. Die Literaturwissenschaftlerin Marianne Kesting bezeichnete ihn als einen der elegantesten und bösesten Komödiendichter des deutschen Nachkriegstheaters. Aber für viele seiner Stücke hagelte es Verrisse, insbesondere für das provokante Stück Mohrenwäsche von 1964. Ab Mitte der 1960er Jahre folgten Drehbücher für Fernsehfilme, auf dem Höhepunkt für Mehrteiler, vielfach nach Romanen des Briten Wilkie Collins. Sie bescherten Asmodi einen hohen Bekanntheitsgrad.
Diese kräftig sprudelnde Einnahmequelle erlaubte es ihm, ein großbürgerliches Leben zu führen. Asmodi galt als anspruchsvoller und stilsicherer Bon Vivant. Mitte der 1970er Jahre erschloss er sich mit zwei Gedichtbänden eine weitere literarische Ausdrucksform. Es folgten noch einige wenige Drehbücher, in den 1980er Jahren etwa für den letzten Film mit Heinz Rühmann. Und schließlich Prosa, etwa der Roman Eine unwürdige Existenz von 1988, 2006 unter anderem Titel und in einem anderen Verlag neu aufgelegt, wenige Monate vor Asmodis Tod. Seine Ehefrau Helga war schon 1978 gestorben. 2001 heiratete er ein weiteres Mal. In Heilbronn trat er nur einmal als Autor in Erscheinung, 1977, als mit seinem Stück Geld erstmals ein Asmodi im Stadttheater Premiere feierte. Herbert Asmodi ist am 3. März 2007, kurz vor seinem 84. Geburtstag, in München gestorben.